war die Zonengrenze, jetzt sind wir auch in Eisherz zum Lauenburg. Wir fahren auf Lauenburg zu. Und das hier, Grenzstation. Was hier alles Müll, was hier rumliegt. Und auch von früher. Leider etwas Regen, mal sehen. Ja, immer noch ein bisschen spät heute. Große Osttour gemacht. Lauenburg-Elbe ist das hier. Was ist da denn noch? Verlassen. Container daneben. So, wie verhalten wir uns heute? Was sehen wir hier? Erstmal alles anschauen. Da ist so ein Sperrwerk mit Recht dran. Wir fahren durch Lauenburg durch. Nicht durch die Altstadt natürlich. Geht schlecht. Bei Rot halten wir auch hier. Das hat keinen Zweck, aber machen wir trotzdem. Artig. Pause. Weiter geht's. Was machen Sie hier denn? Da bauen Sie eine Rohrleitung ein. So. Das ist hier der Kanal. Ist mir neuerdings auch aufgefallen. Der Elbe-Lübeck-Kanal. Ich dachte mal, das wäre so ein stilles Gewässer. Aber war der doch nicht. So, wir könnten natürlich jetzt vermeiden, die Stadt zu fahren. Über Buchhorst. Ausweichen. Das machen wir aber nicht. Guck mal, hier hat eine Rakete hingebaut. Auch nicht schlecht. Was soll das denn bedeuten? So, hier, das ist Lauenburg an der Elbe natürlich. Und zeigt sich immer so ganz prima in der ganzen Buntheit. Und weltoffen natürlich, Lauenburg. Ganz im Gegensatz zu Lauenburg bei Danzig, das ist nicht so weltoffen. Da wohnen Polen, ausschließlich jetzt. Früher waren da Deutsche, aber das ist nicht mehr so. Und das ist hier viel weltoffener, das ist besser, finde ich jedenfalls, als wenn da nur eine Sorte wohnt. Hier ist viel. Alles prima, auch schon die Farben der Häuser. Das ist eigentlich prima. Obwohl Lauenburg, Danzig, ja, ein verlassenes Gebiet ist, trotzdem sehr schön da. Sehr schön da. Die Leute haben das voll im Griff. Hier haben sie Asia-Grill, ist auch alles im Griff. Der Lauenburg. Große Klasse hier. Was sind das denn für bunte Pfähle? Waterpfähle oder sowas? Der Lauenburg. Zeigt sich ja in der ganzen Wahrhaftigkeit immer hier. Leider liest man ab und zu mal was Schlechtes drüber in dieser Stadt, in der Zeitung. Wenn es um die Bewältigung von Ordnung geht, sind sie hier nicht so ganz so weit vorne. Ordnung und Einhaltung von Gesetzen. Aber erstmal eine Pause. Ja, wir warten noch mal ein bisschen. So, jetzt geht's los. Yeah, tolles Viertel natürlich. Prima, so ein bisschen. Super. Tolles Eck hier, begeistert. Das ist Lauenburg. Jetzt ein bisschen heiter. Ich glaube, mir hat das die Sprache verschlagen. Aber mal sehen.
Hamburg setzt ganz auf. Vielfältigkeit. Nicht nur häusermäßig, guck mal hier. Weiß und Rot. Lauenburg. Vielfältig. Das ist prima. Das muss so sein. Das bringt das Land nach vorne. Ja, wir wollen ja unsere Renten sichern. Ja. Machen wir das alles hier. Importierte Rentensicherung nennt sich das. Fachkraft 2.0 auch genannt. Die Fachkräfte haben natürlich auch viel importiert. Das ist gut und auch richtig, denn wir schaffen es nicht mehr. Die ganzen Fertigkeiten, die von uns verlangt werden, die begreifen wir nicht mehr. Deswegen haben wir uns Fachkräfte 2.0 geholt. Auch alles das in Lauenburg. Super, begeistert. Friede, Freude, Weißanbau. Super. Ich sag dann tschüss, hier kommt nicht mehr viel. Lauenburg immer ein Erlebnis. Hier dann noch zum Trönghändler.